darf man. Ey. Ja. Servus. Ja, Leute, wir müssen mal wieder einen neuen Song machen. Wie soll das denn gehen? Ich kann nicht auf Kommando kreativ sein. Kick und Snare müssen her, mach es mal den Beat rein. Yes. Spiel dazu mal Keyboard. Das gibt schon der Beatcore. Yes, man, genau so. Komm, drück gleich auf Record. Da muss Storytelling drauf. Man, verdrängt mal die Punchlines und gebt euch dieses Sample von dem Sänger aus Frankreich. Yeah, gleich mal einsetzen. Bisschen Time stretchen. 75 BPM, das lässt sich ganz gut einschätzen. Jetzt gibt's Rhyme Action. Erst muss ein Thema her. Wir sagen, wir werden legendär und ziehen über die Szene her. Einstieg, Auftakt. Wie soll ich zeigen, was ich drauf hab, wenn ich mich hier im Kreis dreh wie im Laufrad? Erstes Blatt wegschmeißen, zweites Blatt wegschmeißen. Einfügen, wegstreichen, Seiten aus dem Heft reißen. Irgendwann fließt es dann Strich für Strich durch den Stift auf den Block. Der Beat geht nicht aus dem Kopf. Mikro an, Boxen aus, Ständer hoch, Popschutz drauf. Das Instrumental auf den Headphones ist mir noch zu laut. Mic check, 1, 2, Luft anhalten. Preamp und Kompressor für den Druck anschalten. Wenn du Cubase aufmachst, weißt du selten, wohin der Track führt. Meist steht es in den Sternen, was aus so einem Projekt wird. Doch dann fahren die Endorphine und das Adrenalin rein und geben dir ein Gefühl, als würdest du gerade verliebt sein. Dann will ich Rap so komplex, dass Konkurrenten kein Land sehen. Mach mir selber Druck, als würde ich mit dem Rücken zur Wand stehen. Perfekt komponierte Tracks sind das, was ich anstrebe. Das treibt mich an wie geisteskrank, im Part rap ich one take. Bam, ey, fett, Mann. Den Flow find ich echt krank. Die anderen können baden gehen und sehen kein Festland. Zack, Part hingeklatscht, das nennen wir Rapper-Modus. Danach nochmal richtig abgehen für nen richtig fetten Chorus. Zum Schluss kommt der DJ für die Scratches und Jugglings. Dem folgt stundenlanges Mischen, die Effekte und Plugins. Blinkende Lichter und Fader. Hochkonzentriert, kontrolliert, Smoke im Dämmerlicht, am Mixer die Regler. Dann versink ich in der Couch, Augen zu, Kopf in Nacken. Lass den Track das erste Mal so richtig aus den Boxen krachen. Immer wenn ein neuer Song das erste Mal aus der Röhre pumpt, ist das nach so einer harten Nacht der absolute Höhepunkt.